Hi ihr Lieben und herzlich willkommen mal wieder zu einem Food Haul nach langer, langer Zeit. Ja, mir geht es einigermaßen wieder gut und deswegen freue ich mich, dass ich wieder ein bisschen stehen kann und ja, ein Food Haul für euch abdrehen kann. Allerdings war ich nicht einkaufen, der Roy war mit Celine allein einkaufen, da ich nicht so viel laufen darf. Es ist ja, er hat mir gerade gesagt, die haben 91 Euro ausgegeben. Obwohl ich ganz wenig auf den Zettel geschrieben habe, denn der Roy war letzte Woche einkaufen für 170 Euro. Deswegen brauchen wir gar nicht so viel, aber es ist, wie ich sehe, doch viel geworden. Ja. Ja, die Zeit, wo ich nicht da war, hatte ich ja eine tolle Vertretung mit Selina und dem Roy. Hat der Papa das Auto weg? Oder? Ja. Okay. Ja, dann fange ich schon mal an, oder? Du hilfst mir. Papa kommt dazu. Nee. Auf geht's. Also sie haben eine Gurke gekauft, der war auf dem Zettel. Die war auf dem Zettel. Deutsch lernen mit Bubble. Schnittlauch wollte ich haben, denn ich möchte eine Tzatziki-Soße machen am Samstag. Das hab ich's geholt. Ja, sehr gut. Das ist auch das Richtige. Dann habe ich auch Champignons aufgeschrieben gehabt, denn die möchte ich anbraten. Da habe ich nämlich noch Petersilie von letzter Woche und die wollte ich mit Petersilie und Zwiebeln anbraten. Ganz lecker. Die werden hier liegen, oder nicht? Was? Die. Ja, ich glaube, die müssen nicht im Kühlschrank. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Dann machen wir sie lieber im Kühlschrank, oder? Ich weiß es nicht. Ja, aber eigentlich waren die ja im Laden auch nicht im Kühlschrank. Ja. Übrigens hat meine Foothole-Kollegin Lisa Schnapper erzählt, dass ich wieder meinen Kanal zurück habe. Ja, und dafür bedanken wir uns natürlich. Und ja, da wir halt gemeinsame Zuschauer haben bei den Footholes, ja, das war echt super. Dankeschön nochmal. Ja, ich mache weiter mit Schnitzel. Schnitzel war auch auf der Liste selbst. Und ein Backfisch, den haben wir jetzt letztens ganz oft gekauft und haben den mit Kartoffelsalat dazu gegessen. Der schmeckt so lecker. Der ist im Bierteig von Iglo. Richtig lecker. Dann essen wir in letzter Zeit abends immer polnischen Schinken. Ich glaube, diesen Schinken hatte ich auch schon mal in der Verlosung drin, wo ich eine Foothole-Verlosung gemacht habe für euch. Ich glaube, der war da auch mit dabei. Den, ja, der schmeckt diesen hier. Außer mir. Ja, der Roy schleppt gerade Milch an. Wie wir 12 Stück. Mama, außer mir. Du magst es nicht? Nee. Ja, ist schon voll lecker. Muss mal probieren. Ich hab's noch nie probiert. Pflanzencreme. Wieso hast du diese eklige Torte wieder gekauft? Was für eine eklige Torte? Die ist für deinen Geburtstag. Ich mag die doch gar nicht. Ja, aber ich. Wow. Wer hat Geburtstag? Du oder ich? Hatte. Kannst du dich nicht mehr erinnern, ja, wo ich dir den Schnellkochtopf geschenkt habe, wo ich gesagt habe, oh, das kann, mit dem kann ich besser umgehen. Ja. Ist mir auch lecker. Dann hat er ruhig den Fisch, nochmal Fisch, mit Schlemmerfilet mit Spargelsoße. Ja, kann ich den nicht mal haben, weil ich habe den einmal gekauft. Ich habe mir heute einen gemacht. Das ist richtig lecker. Ich würde sagen, die armen Fische. Backfisch. Ja, da ich vorhin bei Lisa auf dem Kanal ihre Futter angeguckt habe und sie hat gesagt, sie möchte so eine vegetarische Woche machen und hat aber 1000 Hähnchen gekauft und hat mich dabei auf eine Idee gebracht, dass ich dann am Samstag auch Hähnchen mache. Ich kann zwar kein Fleisch ziehen, seitdem ich schwanger bin, aber ja, wenn Besuch da ist, muss man natürlich was Fleischiges machen. Und wir wollen Hähnchen mit Kartoffeln machen und Salat. Ja, das mag eigentlich jeder. Einmal Schmack laktosefrei und einmal Joghurt. Genau, weil ich Tzatziki machen möchte, wie gesagt. Du hast deine Schuhe ausgezogen. Das hat so viel Joghurt gekauft. Das muss viel rein, die passt nicht einmal. Das passt auch nicht. Also zweimal. Ja, aber die voll auch nicht. Ja, dann muss deine Mutter einmal Rama-Butter. Kann ich nicht ändern. Achso, 91 Euro haben sie ausgegeben, habe ich schon gesagt. Also ja, Alzheimer. Nochmal einen polnischen Schinken. Currywurst, das ist schon verrückt. Arbeit. Einmal Stracciatella-Quark. Oh, Selina, du musst aufpassen, das ist schon ein bisschen aufgeregt. Das war Selina. Sie hat auch gedacht. Nochmal zweimal Hähnchen. Sowieso meins. Meins gibt's hier nicht. Hallo, du machst den Dings kaputt. Ja, ich hatte Streichzart Butter für mich. Schnulle. Ja, das passt jetzt auch nicht mehr rein. Ja, das wird ja dann nicht eingefroren. Dann haben wir Frühlingsröllchen. Ja, lecker, die habe ich mir gewünscht. 15 Liter, 18 Liter. Hast du Gemüse genommen? Nee. Gemüse. Gib mir das Gemüse. Bitte. Wir sind hier an offener Auswahl. Wie viel? Ah, das kann doch Lukas mit den Schulen. Das ist mein. Darf ich da schon was essen? Wie viel mit Brötchen? Pflanzencreme zum Braten.
So, es geht weiter mit so Dreieckbrötchen. Ich glaube, es sind so Lauge Brötchen wie. Für also meine Arbeit morgen. Ja. Raffaello war im Angebot. Clever. Ja. Freue ich mich. Cornflakes, Schoko, Banane, ja, Müsli. Einmal Vital. Ja, das Gesunde ist alles für euch. Fit und Vitalbrot für die Kinder für die Schule. Dann verschiedene Brötchen für heute Abend. Die Zuschauer wissen, dass Martha wieder da ist, weil es heißt dann und dann. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich, warte. Knoblauch. Ja, jetzt hat sie es weggelassen. Giotto. Warte. Und dann. Warte, nein, in den nächsten 3 Sätzen. Irgendwann kommen wir wieder. Mit der Tüten. Hallo. Das muss man dazu sagen, im Kaufland gibt es keine Papiertüten mehr. Die haben jetzt wieder die dahingelegt. Richtig. Und Selina hat eine interessante Aussage dazu getroffen. Sie hat gesagt, an der Kasse kann man jetzt besser sehen, was drin ist. Ja, ich bin halt schlau. Und ich wollte die Frau an der Kasse schon warnen und wollte sagen, sie kriegt heute noch Shitstorm. Wundert dich, dass ich also einmal Shitstorm im Kaufland. Ja, so Schokokroissant und Mohn. Ich esse gern. Bananen. Nicht. Oh, lecker. Oh. Haribo, das ist für Roy, weil keiner von uns mag Lakritze. Aber er mag so braune Rainbow. Ja. Schokostreusel, was habt ihr vor? Wollt ihr backen? Nee, wir wollen dich bewerfen damit. Du musst es aussaugen. Ein Salat. Dann, da wir Besuch bekommen haben, wir. Habe ich auch auf die Liste geschrieben, Cola. Dann geht's weiter mit. Schoko-Duo-Müsli mit weißer und dunkler Schokolade. Ja, wir hatten das eingepackt, Selina. Lachgummis. Schmeckt es nicht, schmeckt so lecker. Nee. Seitdem ich schwanger bin, mag ich Gummibärchen. Ja, und Kinderschokolade. Im Mund. Und ihren Äpfel. Mann ärgern. Und Kinderschokolade mag sie sehr. Und was ihre davon Kinder rumschikanieren. Orangen. Ich habe sogar zweimal mitgemacht. Ja, cool. Gerne. Ich hoffe, das immer. Ja, ich kann es auch wieder mitnehmen. Das ist wie wenn die Leute an der Tür fragen, was sind die denn da? Ein paar Brombeerchips. Eine Gurke. Und noch die zweite. Bio-Kiwis. Also ich muss sagen, die Bio-Kiwis schmecken viel besser wie die normalen Kiwis. Die normalen Kiwis hat der Roy jetzt letztens mehrmals mitgebracht. Wir waren 5 Wochen steinhart. Ja, und richtig schön weich. Ich nehme immer die Packung mit und mache einfach normale Kiwis rein und du merkst das dann. Du denkst, oh, das sind Bio-Kiwis. Grapefruit essen wir auch seit ein paar Tagen. Schmeckt gut. Echt? Ist schon bitter, aber lecker. Ja. Hier ein dunkles Brot. Auf jeden Fall. Ja. Dann Papageienkuchen für Samstag. Und die letzte Sache aus der Tüte, wieder Lachgummis, Milchgeister. Die sind auch von der Tüte. Dann zweimal Toast, normales Toast. Bananensaft. Nochmal Bananensaft. Einmal Spaghetti. Habt ihr nur einmal Spaghetti mitgenommen? Nein, da sind zweimal drin. Ach ja. Und hier so Pizzabrötchen. Oder was ist das? Soll ich kurz was erwähnen? Focaccia irgendwas. Es gab gar keine Nudeln, auch die teuren passt gar nicht. Und das letzte ist hier nochmal dieses Fußball Vitals mit weißer und dunkler Schokolade. Nee, Banane. Ja, der Roy hat noch eine Kiste Wasser mitgebracht. Wie immer. Und das war's eigentlich. Ja, das reicht ja auch. Hallo ihr Lieben, vor lauter Thumbnail-Posen von gestern haben wir total vergessen, uns zu verabschieden vom Food Hall. Ja, man merkt einfach, dass ich aus der Übung bin, dass ich schon lange kein Video mehr gemacht habe. Und hiermit wollte ich mich verabschieden von diesem Food Hall, euch fürs Zuschauen danken. Und wir würden uns natürlich über ein Abo freuen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Food Hall. Tschüss. No, I'm not a writer. Okay.